Moin Leute, ich habe ein Video für euch und den Anlass zu diesem Video, was ich jetzt so noch gar nicht gemacht habe, habe ich durch ein Video bekommen. Da gibt es ja einen Kanal, ich zeige euch das mal. Das ist jetzt hier von Markus Voss. Der hat einen Kanal, also ganz ordentlich Abonnenten, und es sind auch bei diesem Video hier 12.000, also fast 13.000 Leute drunter. Ich möchte jetzt hier mal ein paar Sachen klarstellen. Also das ist jetzt nicht unbedingt jetzt gegen ihn jetzt, ja, also ich will ihn persönlich jetzt gar nicht angreifen. Der hat doch bestimmt mal ein, zwei gute Videos, was er mit seiner Frau gemacht hat, über Christen und Sexualität und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber sonst, wenn es jetzt also so ein bisschen zu eingemachten Themen geht, da ist das manchmal schon ganz schön gruselig. Und ja, kommen Kinder in den Himmel? Und dann steht da als nächstes, das sagt die Bibel. Wenn ich aber sehe bei diesem Video, dass also zum bestimmten Themen, also bestimmten Aussagen gar keine Bibeltexte kommen oder behauptet wird, da gibt es überhaupt nichts zu in der Bibel. Ja, kommen wir gleich nachher noch zu, welche Themen. Oh, dann ist das aber ganz schön daneben. Und er meint, ja, da gibt es einige und sagen, nein, Kleinkinder kommen nicht in den Himmel, die also jetzt noch ganz klein sind oder ungeboren oder was auch immer, ja. Fehlgeburten, was auch immer in diese Hinsicht. Und dann sagt er, natürlich kommen die in den Himmel, sagt er. Die Frage ist, was suchen die im Himmel? Denn ist ja die Frage, habe ich denn überhaupt verstanden, welche Art von Tod es gibt? Weil hier scheint es ja bei ihm nur Himmel und Hölle zu geben irgendwie. Das ist ja also ein völliges Chaos noch. Und er hat ja eigentlich, er ist ja Pastor, er hat ja eigentlich Griechisch und Hebräisch gelernt zumindest. Müsste er ja wissen, was Hades oder Sheol bedeutet, ja, und was Gehenna bedeutet. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das gucken wir uns auch nochmal so ein bisschen in der Bibel an. So ein paar Grundlagen. Okay, also das geht jetzt hier so ein bisschen um Themen, die auch so die Freikirche natürlich so und die ganze evangelische Kirche und so weiter also mit betrifft und anderen Religionen natürlich auch, die auch Himmel-Hölle-mäßig drauf sind und da irgendwie weder links noch rechts kennen noch irgendwie was, ja. Also das ist natürlich ziemlich traurig. Und wenn man sich die Kommentare darunter anguckt, unter seinem Video, dann sieht man, okay, da sind doch einige, die nehmen das ihm nicht ab. Ja, das fand ich natürlich auch ganz interessant. Und andere natürlich die Masse, wie auch immer das so ist, die sagen dann, oh Gott segne dich und bla 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 und alles super. Ja, die gucken irgendwie eine Predigt nach der anderen auf YouTube, lesen selber nicht in der Bibel, haben also keinen Schimmer, können also demzufolge sich gar kein Urteil wirklich erlauben, sondern müssen irgendwelchen Menschen glauben. Deswegen sage ich auch ab und zu mal, ja, und heute auch wieder, glaubt mir nicht, lest die Bibel oder wenn wir jetzt hier Bibeltexte lesen gemeinsam, ja, das mache ich ja ziemlich häufig, dann guckt, was sagt die Bibel dazu. Und dann muss man natürlich gucken, dass man da nicht also einen Bibeltext nimmt und dass der Bibeltext auch zu diesem Thema passt. Ja, er hat ja auch wieder zwischendurch mal so ein paar Bibeltexte untereinander stehen, schlagen die meisten natürlich auch gar nicht nach. Aber dann ist aber die Frage, behandelt das überhaupt die gestellte Frage? Ist es das Thema? Das ist also natürlich auch ganz wichtig, weil so gehen natürlich auch die Zeugen der Wachtumgesellschaft vor. Die geben also einen Text vor hier oder sagen, ja, hier, ja, wir erzählen euch was über die Bibel und gar keiner merkt, dass die schon längst links abgebogen sind beim zweiten Satz. Und das ist natürlich dann ziemlich traurig. Aber damit fängt man eben Menschen, die nicht regelmäßig die Bibel lesen. Also das ist also ganz wichtig. Echte Christen lesen regelmäßig, täglich, ja, um das mal zu so sagen. Auch wenn man vielleicht mal ein, zwei Tage irgendwo krank ist oder mal unterwegs ist, dann ist schon klar. Aber sonst ist es ein tägliches sozusagen Bedürfnis, auch die Bibel zu lesen. Gut, jetzt wieder zum Thema zurück. Kommen also Kleinkinder, Kleinstkinder, was auch immer, sowas in den Himmel? So, und das ist ja jetzt nur ein Thema, das betrifft ja jetzt nicht nur die Leute, die jetzt da irgendwo sich im freikirchlichen Raum oder was auch immer nur rumtummeln, sondern das ist ja die Frage,
wer kommt denn überhaupt in den Himmel? Also interessant ist, dass die Kirchen irgendwo alle in den Himmel stoppen. Ja? Also da gibt es nur Hölle und da kommen nur ganz wenige, die ganz Bösen rein, die anderen irgendwie alle in den Himmel. Und dann gibt es ja die Zeugen der Wachtumgesellschaft, die machen das ganz umgekehrt, da kommen also ganz wenige, ja, also angeblich bei denen nur die 144.000 buchstäblich in den Himmel, die anderen alle auf die Erde. Also die schmeißen alle wieder raus da aus dem Himmel sozusagen. Gut, die Frage ist ja, was ist jetzt richtig? Das ganze Thema können wir jetzt nicht behandeln. Wir gucken jetzt mal, wem steht denn zu, in den Himmel zu kommen? Gibt es überhaupt Bedingungen, dass man in den Himmel kommt? Gut. Also, das sind ja Sachen, die müssen wir jetzt erstmal klären. Und dann ist ja die Frage, was ist denn überhaupt beim Tod? Was passiert denn da überhaupt? Weil die meisten denken ja irgendwie, ja, der ist jetzt gestorben oder das Kind ist gestorben und Gott braucht jetzt irgendwie ein Engelchen im Himmel und all so einen ganzen Krams da, ja. Also es gibt ja immer noch Leute, die das glauben. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal an, was ist jetzt eigentlich mit dem Tod, was hat es jetzt mit dem auf sich? Markus, nehmen wir also jetzt mal Markus Kapitel 35, damit wir mal so ein bisschen einsteigen in das Thema 35. Nehmen wir mal hier ganz links, ich habe jetzt hier wieder den Bibelserver offen, vielleicht kennen einige den noch gar nicht. Da kann ich also ganz viele verschiedene Bibeln hier aufmachen. Ja, und die anklicken. Ich habe jetzt hier wieder meine drei Bibeln, die wortgetreu sind, also die ziemlich gut stimmen. Die Elberfelder vielleicht nicht ganz so gut, aber die Menge und die Zürcher sind sehr genau. Gut, gucken wir uns denn also mal an. Aber die Elberfelder ist sehr bekannt und viele haben die zu Hause auch als Buch und können demzufolge das mit aufschlagen. Deswegen nehme ich die häufig, weil dann können sie das selber in ihrer Bibel dann auch mal mit nachlesen. Ne? Gut, nehmen wir mal die Elberfelder jetzt hier. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde, und spricht zu den Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. So, und er erlaubte niemanden, ihm zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. So, also das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ja, das, was jetzt hier geht, das geht jetzt hier um die Tochter des Jairus in 38. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. 39. Und er geht hinein und sagte zu ihm: Was seid ihr so aufgeregt und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. So wissen ja nun alle dort, dass die Tochter gestorben ist. Jesus sagt es aber anders. Warum? Weil er eben weiß, dass dieses Kind nicht für immer verloren ist, also nicht in der Gehenna oder in dem Feuersee, wie er auch in Elberfelder genannt wird, sondern im Hades oder ja, im Griechisch Hades, im Hebräischen Sheol. Und die Zeugen, die meisten Zeugen, denke ich mal, die wissen das auch, ja, weil das ist ein Vorteil, wenn man bei den Zeugen war, dann weiß man und kann das also trennen, weil die haben einfach das in diesen Ursprachen stehen gelassen sozusagen und nicht übersetzt, weil das eben sonst alles mit Hölle übersetzt wird irgendwie oder mit Himmel oder was auch immer, ja. Und dann kommt man natürlich auf komplett andere Ergebnisse. Gut, aber wir wollen ja wissen, was sagt die Bibel? Also, das ist jetzt hier also ein Tod sozusagen, wo die Menschen drin ruhen, bis sie wieder auferstehen, bis Jesus sie sozusagen wieder auferweckt. Und das veranschaulicht Jesus jetzt hier in diesem Bibeltext, ja. Und er sagt: Was seid ihr so aufgeregt hier in 39, ja, und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Es ist gestorben. Jesus konnte es aber wie aus einem Schlaf wieder auferwecken. Deswegen für Jesus, die alle in diesem Hades sind, ja, wie das allgemeine Grab der Menschheit beschrieben wird, erweckte Jesus die wie aus dem Schlaf. Deswegen sagt er, die sind gar nicht tot. Richtig tot bist du, wenn du im Feuersee landest. Dann bist du für immer vernichtet. Dann bist du tot. Und das muss ich einmal verstanden haben. Dann ist die ganze Sache ganz einfach. So, also ist ja jetzt die Frage. Wo sind die jetzt alle geblieben? Wo war zum Beispiel
Der Lazarus, als der gestorben war, den hat ja Jesus auch auferweckt. Der war ja schon 4 Tage tot. Und der war wirklich richtig tot, ja. Der hat ja sogar schon gerochen, ja. So, also, der kam auch aus dem Grab sozusagen, ja, dem Hades, diesen allgemeinen Grab der Menschheit und wurde auferweckt, als wenn er schläft. So, das ist jetzt also wichtig zu wissen, ja, die waren also alle da. Wo war Jesus, als er 3 Tage tot war? Der war natürlich auch da, sozusagen in dem Hades, in dem allgemeinen Grab, weil sein Vater hat ihn nach 3 Tagen wieder auferweckt. Also wissen wir ganz sicher, diesen sozusagen Hades, ja, dieses allgemeine Grab, das gibt es. Und da werden die Menschen wie aus dem Schlaf aufgeweckt. Das gucken wir uns mal an in Offenbarung 20, Vers 14. Hier wird gesagt, ich nehme jetzt hier einfach mal die Mengebibel hier. Hierauf wurden der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, nämlich der Feuersee. Ja, also nachher, also wir haben jetzt hier mal einen Sprung gemacht und zum Ende der Offenbarung, wo nachher alle Menschen auferstanden sind. Also Jesus auferweckt in der zweiten Auferstehung auf der Erde Milliarden von Menschen. Und dann wird dieses allgemeine Grab, ja, dieses Totenreich, ja, wurde der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Also sozusagen, ja, das ist ja symbolisch, er wurde also vernichtet, ihn braucht keiner mehr. Weil nachdem nachher alle Menschen auferweckt sind, braucht keiner mehr diesen Ort des Schlafens oder dieses allgemeine Grab der Menschheit. Wir sehen also, es gibt hier 2 Arten von Tod und der andere wird nachher komplett aufgelöst. Den braucht keiner mehr. Der Feuersee bleibt immer bestehen. Der wird nie irgendwo wegkommen. Das ist die komplette Vernichtung sozusagen. So, hier haben wir das auch, Elberfelder Bibel, ja, und der Tod und der Hades, ja, hier haben wir das, ja, Hades, kann man hier mal raufgehen, ja, ist das Totenreich, steht hier, wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod, der Feuersee. So, also wir haben das hier nochmal, auch das Wort Hades hier drinnen mal jetzt, ja, in der Elberfelder Bibel. Ist das auch gut übersetzt, dann wissen wir, aha, das ist das griechische Wort für den Tod, wo die Menschen sozusagen symbolisch drin schlafen und Jesus und der Vater sie alle in Erinnerung haben, dass sie also wieder auferweckt können, auferweckt werden können. Gut, wer ist jetzt nun schon in den Feuersee geworfen worden? Da gibt es ja auch welche, ja, das ist also der richtige Tod, die Vernichtung. Zum Beispiel Judas Iskariot, der Jesus verraten hat. Oder die Pharisäer, ja, die Jesus wussten, dass er ein Prophet ist und dass er diese ganzen Wunder nicht einfach mal so tun konnte, sondern von seinem Vater geschickt wurde. Oder jedenfalls zumindest nichts Schlimmes getan hat und die ihn ermordet haben. Nur damit sie selber weiter sich sonnen können in dem Applaus der Leute und so weiter. Ne? Gut, Ananias und Saphira haben den Heiligen Geist betrübt. Auch die sind im Feuersee. Das ist vielleicht für dich auch ganz neu jetzt in dem Zusammenhang. Aber wir sehen jetzt also, es gibt 2 verschiedene Sorten von Tod und das muss ich wissen. Wenn ich das einfach nicht hingekriege, dann kommen wir mit ganz vielen Sachen durcheinander. Gut, und die Kirchen machen also alle schön weiter mit Himmel und Hölle. Keiner von den Leuten blickt durch. Dann fangen die erst gar nicht an, die Bibel zu lesen. Verstehen wir ja sowieso nicht so ungefähr. Dann machen das lieber die, die sich damit auskennen. Bloß die Leute, so wie Markus jetzt hier, ja, der auch gar nicht, ist auch egal, wo der herkommt, ob man jetzt nur aus so einer sozusagen gläubigen Familie kommt oder nicht, aber da kommt er ja nicht her, wie er sagt. Die werden bei dem Studium, ja, wenn die Theologie studieren, ordentlich, ja, durcheinander gebracht. Genauso wie er das jetzt macht mit seinen Leuten, die bei ihm jetzt kommen und er sie natürlich mit dem Wissen, was er da bekommen hat, genauso durcheinander bringt. Und so ist das in jeder Religion. Die Leute sind eigentlich Opfer. Ja, deswegen geht das hier auch gar nicht hier gegen Markus und ich will hier irgendjemand schlecht machen, sondern es geht eigentlich darum, was in der Bibel steht. Und ich darf nicht eine andere Botschaft, wie sie in der Bibel steht, rausbringen. Das ist sozusagen, dann stehe ich unter dem Fluch, ja. Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 9, einfach mal lesen. Ja, wer eine andere Botschaft predigt, egal, auch wenn es jemand aus dem Himmel ist, ein Engel, ja, er sei verflucht.
So einfach ist die ganze Geschichte. Und deswegen muss man also gewaltig aufpassen, was man da tut und ob man sowas weiter überhaupt vertreten kann. Ja, eine Katastrophe. Gut, also die Kirchen machen also weiter mit ihren ganzen Geschichten und da kommen jetzt also alle in den Himmel. So, und dann, jetzt ist ja die Frage, was müssen jetzt die Kinder tun, damit sie überhaupt gerettet werden können, ja? Das ist ja auch die große Frage, ne? Gibt es denn eine Möglichkeit, dass Kinder gerettet werden? Die andere Frage ist auch, sind Kinder denn sündig? Ja, natürlich, ja, das haben auch selbst welche da unter dem Video geschrieben. Was ist mit der Erbsünde, ja? Also die Kinder sind auch mit sündig, ja? Wie sieht das damit aus, ja? Denn wird die gefragt, denn auch kommt es in dem Video, ja, können Kinder überhaupt sündigen? Und dann sagt er, also so nach seiner Meinung her nicht, steht nicht in der Bibel so. Oh, da fällt mir aber doch ein, ja, das gucken wir uns mal an, Zweiter Könige, ja. Das müssen wir uns doch mal angucken, was da steht. Zweiter Könige, Kapitel 2, Vers 24. Ja, da könnt ihr auch noch mal weiter lesen. Es geht jetzt hier um Elisa, der kommt jetzt gerade aus einem Dorf heraus. Ja, wir können mal von 23 lesen, damit wir dann alle mal so ein bisschen den Kontext hören. Ne? Von dort ging er dann, also Elisa, ja, also wir sehen hier Wort des Elisa ausgesprochen hatte. So, und jetzt 23. Von dort ging er dann nach Bethel zurück und er so auf dem Wege hinaufging, als er so auf dem Wege hinaufging, kamen kleine Jungen aus dem Ort heraus, die ihn verspotteten, indem sie ihn zurufen: Komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Haben die Kinder gerufen zu Elisa, der gerade da dieses Dorf gerettet hatte. Ja, das könnt ihr aber, wie gesagt, den Kontext da angucken, davor, was da steht. Wir kümmern uns jetzt nur mal darum, was jetzt mit diesen Kindern ist, die jetzt hier, ja, diese kleinen Jungen, die jetzt also sozusagen diesen verspotten, diesen Mann Gottes. 24. Da wandte er sich um, also Elisa, und als er sie sah, verwünschte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde heraus und zerrissen 42 von den Knaben. So. Also so sieht die Geschichte aus. Jetzt ist die Frage, ja, können Kinder sich versündigen? Das können sie. Also das ist ganz einfach biblisch beantwortet. So, wie kommen denn die Kinder jetzt also in eine bestimmte Reinheit, ja? Wie können jetzt Kinder gerettet werden? Also manche sagen, ha, da habe ich aber einen Bibeltext in 1. Korinther. Ja, den gucken wir uns jetzt hier mal gleich an. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Nehmen wir mal hier die Elberfelder hier. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Und schon denken einige, weil sie den Text lesen oder wenn man den jetzt isoliert liest, ja, weil hier geht es jetzt zum Beispiel um das Heiraten. Ja, heute ist das ja ziemlich normal, dass uneheliche Kinder entstehen. Damals war das eine Katastrophe, da wären die Kinder unrein gewesen. Ja. Wie es ja hier steht. So, hier wird es aber rein nur deswegen gesagt, weil diese Unreinheit jetzt einfach wegen dieser sozusagen Ehelosigkeit entstanden wäre oder so. Aber hier für diese Sache sind die Kinder in dem Sinne rein oder heilig, aber nicht, ne, gerettet in dieser Form der Heiligkeit. Weil hier geht es rein um die Ehe, ja, und der Mann, der hier, um den es ja hier geht, ja, der ja kein Christ ist in diesem Fall, oder die Frau, wenn sie kein Christ ist, ja, wird natürlich auch nicht gerettet. Aber es geht um eine überhaupt geschlossene, reine Ehe. Ja? Das ist also ein anderes Thema. Aber wenn welche jetzt diesen Text nehmen, der zeigt überhaupt nicht aus, dass Kinder sozusagen damit gerettet sind. Weil denn, wenn man sich jetzt anguckt, ich nenne jetzt, die schlagen wir jetzt nicht auf, das kann jeder selber machen, in Kolosser 3, Vers 20 wird gesagt, dass die Kinder den Eltern gehorchen sollen.
in Epheser 6, Vers 1 genauso. Ja? Dass sie in allem gehorchen sollen. Also das ist die Pflicht sozusagen die Kinder. Wenn die Kinder nicht gehorchen, also den Eltern nicht gehorchen, dann gehorchen sie auch dem Christus nicht und demzufolge können sie auch nicht gerettet werden. Gut, nur ist jetzt ein großer Unterschied. Also die anderen, diese ganzen in den Kirchen oder diesem Background der ganzen Kirchen, Freikirchen haben, die denken ja, die kommen alle in den Himmel. So bei den Zeugen Jehovas ist es ja anders. Die sagen, naja, ist doch ganz egal, die Kinder, ja, die brauchen ja nicht in den Himmel, weil wir überleben ja alle auf der Erde. Ja. Naja, das ist ja auch so ein Trugschluss, dass die denken, dass sie auf der Erde überleben. Da gibt es zwar keinen einzigen Text, außer natürlich, ja, wo man denken könnte, das ist ein Text, das ist Matthäus 5, Vers 5. Aber den habe ich schon mal behandelt, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, wie der Text in dem ganzen Zusammenhang zu verstehen ist und dass da von Erben gesprochen ist und nicht von Bewohnern, dass die nachher die Erde bewohnen, sondern die werden die Erde erben. Das ist also was ganz anderes. Und da muss man einfach gucken, wer sind die Erben. Ne? Aber darüber habe ich, wie gesagt, gesondert ein Video gemacht. Wir gucken uns jetzt mal an, was ist denn mit Kindern, die ungehorsam sind? Ne? Also wenn jetzt sie sagen, ach, na toll, meine Kinder hören immer, ne? Dann ist ja gut. Wenn sie das aber nicht tun, dann gucken wir uns mal an, im 5. Mose, ne, da habe ich jetzt schon mal einen Bibeltext wieder vorbereitet, jetzt hier. 21, Vers 18 bis 21. So, nehmen wir mal einfach jetzt mal, was habe ich denn hier, die Schlachterbibel? Ja, die will ich ja nicht. Die ist mir einfach zu ungenau. Nehmen wir mal hier die Zürcher Bibel. Habe ich eben die falsche eingestellt. So, nehmen wir mal 18. Was ist denn sozusagen, wenn ein Kind ungehorsam den Eltern einfach nicht gehorcht? 5. Mose 21, 18. Wenn jemand einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf seinen Vater und seine Mutter nicht hört und ihnen auch wenn sie ihn züchtigen, nicht gehorchen will, dann soll sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten der Stadt und an das Tor seines Ortes. Und jetzt gucken wir mal, was passiert in 20 hier. Und sie sollen zu den Ältesten der Stadt sagen, unser Sohn, da ist störrisch und widerspenstig. Er hört nicht auf uns. Er ist ein Verschwender und Säufer. Ja, die anderen Menge Bibel sagt Verschwender und Trinker. Und die Elberfelder sagt ein Schlemmer und Säufer. Okay, gut. Also ziemlich das Gleiche. 21. Dann sollen ihn alle Männer seiner Stadt zu Tode steinigen. So sollst du das Böse ausrotten. Aus deiner Mitte, ganz Israel aber soll es hören und sich fürchten. Also, wir sehen, ja, vielleicht waren es ja auch schon ein bisschen ältere Kinder, ne, wenn man das so hört, was die da so machen. Aber wenn die denn einfach ungehorsam sind, gibt es ein ganz schnelles Ende. Gut, wir sehen es also, auch Kinder wurden mit bestraft, ja, und wir sehen auch, in Hosea 1, Vers 14, das ist ja vielleicht auch mal ein Text, das sollten wir auch mal lesen, dass man mal einfach sieht, wie das, wenn das Gericht nachher kommt, ja. Hosea 14, 1, finde ich auch ganz interessant, diesen Zusammentext, den sollten wir auch mal lesen. Hier geht es jetzt um Samaria, ja, was die jetzt also, ja, Schlimmes gemacht haben und die jetzt bestraft werden. So, nehmen wir mal Elberfelder hier wieder. Samaria wird büßen, denn es ist widerspenstig gewesen gegen seinen Gott. Sie werden durch Schwert fallen, ihre Kinder werden zerschmettert und ihre Schwangeren aufgeschlitzt. So, das war jetzt, wo Samaria vernichtet wurde, schon vorher durch Syrien oder Assyrien oder wenn jetzt die Babylonier kamen, da waren jetzt noch welche übrig oder als denn andere Zeiten waren, ja, wenn jetzt also die zum Beispiel in die Römer kamen, 70 unserer Zeit, da war das also nicht anders.
Da wurde also kein Fleisch gerettet, also, oder fast niemand. Ja. Ein paar Gefangene wurden zum Beispiel 70 unserer Zeit weggeführt. Auch als Babylon kam, wurden natürlich auch einige weggeführt. Aber hätten sich ergeben in Babylon zum Beispiel, ja, dann wäre ihnen ja gar nichts passiert, aber das haben sie nicht getan. Und dann ist genau sowas mal passiert. Also das ist schon öfter passiert in der Geschichte. Und sozusagen, das ist ein Gericht. Und wir sehen ja auch bei der Sintflut zum Beispiel, da wissen wir das ja auch, dass auch da alle umgekommen sind, auch die Kinder. Also wer da irgendwie denkt, irgendwie alles ist hier nur noch irgendwie toll und alle kommen da sofort irgendwie in den Himmel, das ist also, das passt irgendwie gar nicht. Gut. Dann ist ja die Frage, gibt es denn eine Bedingung für den Himmel, ja, dass Menschen in den Himmel kommen? Und dann müssen wir uns dann doch schon mal ein bisschen was angucken hier. Römer 8, Vers 17. Ist ein ganz wichtiger Text, der uns hier also was sagt. Nehmen wir mal hier die Elberfelder. Wenn aber Kinder, also hier geht es, also nehmen wir mal 16 mit, damit das ein bisschen Zusammenhang kriegt. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. So, und jetzt kommt die Bedingung für die, für alle, die in den Himmel möchten, weil da gibt es ja eine bestimmte Funktion und Arbeit, die sie dann haben, ne, diejenigen. So, und hier wird gesagt, ja, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Ja, Menge Bibel, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Hier in der Zürcher wird es auch gesagt, hier, ja. Sofern wir mit ihm leiden, ja. Also das ist eine Bedingung. Da gucken wir uns noch mal mehr zu an. 1. Petrus 4. So, 4 Vers 12, nehmen wir die Elberfelder wieder. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Also ein Feuer der Prüfung wird es hier beschrieben, ja. Oder hier in der Menge Bibel schreibt in Klammern Leiden, ja. Also dieses Leiden, was eine Bedingung ist, das gehört dazu, ja. So, und dann wird hier weiter noch, lesen wir weiter, 13 und 14, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Also das ist was, was dazugehört. Was also wichtig ist. So, dann haben wir 5, 9, 1. Petrus 5, 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Ja, oder hier wie die Menge sagten, ja. Die Leiden eurer Brüder in der ganzen Welt auferlegt werden. Ja, die Zürcher sagt das ebenfalls, ja. Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Ja, das sind jetzt hier also Christen, die das also als Bedingung muss man das haben, damit man überhaupt in den Himmel kommt, dieses Mitleiden. Und wenn ich jetzt das wieder schließe auf die Kinder, können die Kinder wirklich diese ganzen Dinge mitleiden, durchmachen, also diese Prüfung, ja, dass sie wirklich geprüft sind für die späteren Aufgaben im Himmel, das ist denn schon fraglich. Also bei kleinen Kindern ist das sehr unwahrscheinlich. Bei größeren nachher, ja, da kann das schon durchaus mit sein. Gut, Apostelgeschichte 14, 22, ja, ein anderer Bibelschreiber, was sagt der dazu, ja?
So, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Ja, die Christen, die ja da besprochen werden, ja, in der Apostelgeschichte, ja, die waren gesagt, durch viele Bedrängnisse werden sie eingehen. Ja, diese viele Prüfungen, das gehört dazu. 1. Thessalonicher 3. So, dann wird hier auch gesagt in Vers 3, dass niemand wankend wird in der Bedrängen, in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Ja, oder hier Menge Bibel, ja, damit niemand in den gegenwärtigen Bedrängnissen wankend würde. Ihr wisst ja selbst, dazu, zur standhaften Ertragung der Drangsale sind wir bestimmt. Ja, das ist also eine wichtige Sache, die man als Christ, als echter Christ erfüllen muss und nicht mit der Welt den leichten Weg geht. So, und da ist jetzt wieder die Frage, können das denn Kinder erfüllen? Ja? Wie gesagt, ältere Kinder nachher schon, jüngere Kinder eher nicht. So, dann haben wir noch 2. Thessalonicher. Eins, Vers 5. Hier ist auch nochmal so ein Text. So, wieder die Elberfelder hier in Vers 5. Ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet und dessen Willen ihr auch leidet, damit du dem Reich Gottes würdig wirst. Also es ist eine ganz wichtige Sache, die dazu gehört. So, und jetzt gucken wir uns nochmal an. So, dann geht es jetzt hier um die Wasser nochmal. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 5 lesen wir jetzt mal. Ne? Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren, die eine Erde, die aus Wasser durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt von Wassern überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Gut, also wir sehen jetzt, was Petrus jetzt hier sagt, im 2. Petrusbrief, dass es damals also mit Wasser das beendet wurde, hier jetzt mit Feuer und für diese gottlosen Menschen. Also sind alle sozusagen, die nicht wirklich echt bei Jesus sind, haben da keine Chance. Ne? Wir können ja da nochmal einen Text nehmen. Korinther, 1. Korinther 16, 22. So, hier wird ja gesagt, wenn jemand den Herrn nicht lieb hat, der sei verflucht. So. Das ist also durch das Ganze. Also werden diejenigen unter dem Fluch bleiben, die nicht wirklich bei Jesus sind. Das sehen wir hier so an solchen Texten, ja. Da geht es also dann nicht weiter. Die kommen also nicht irgendwo in den Himmel. Die Frage ist jetzt, wer kommt denn also in den Himmel? Wie sieht denn das aus denn, ne? Also gucken wir uns das mal an hier. Offenbarung 20, Vers 6. Das ist ja sowieso wichtig, den Text mal zu sehen. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, also der Feuersee, ja, keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Diejenigen, die also echte Christen sind, wirklich in Christus,
Die werden also Priester Gottes und des Christus sein. Ja, die werden mit ihm herrschen, also Könige und Priester werden die sein. So. Und die schwirren da nicht einfach so rum, wie viele jetzt so in den Freikirchen, was auch immer so denken, ja, das werden wir denn schon sehen, was da oben ist. Nein, es ist schon ganz klar, die Zeugen der Wachtumgesellschaft wissen das eigentlich, aber sagen, nein, nein, das steht mir nicht zu, das ist nur für die anderen. Ja? Also die sind so gehirngewaschen schon, dass die das also völlig ablehnen, alles, ja, was mit Jesus so ungefähr so zu tun hat. Die beten zwar im Namen Jesu, aber sonst lehnen sie es ab. Aber hier sehen wir, das ist also eine wichtige Aufgabe, die nachher haben, diese echten Christen, die nachher sozusagen die Erben sind und die Geschwister Jesu. Und die haben die erste Auferstehung. So. Und dann wird das hier gezeigt in Offenbarung 20. So, nehmen wir mal Vers 14, den gucken wir uns mal an hier. Und da wird gesagt, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das hatten wir vorhin schon, ne? Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Ja? Also hier sehen wir das dann nochmal, dass dieser erste Tod, diese Auferstehung, wo nachher bei der zweiten Auferstehung, Anfang der 1000 Jahre, das tausendjährige Reich, Milliarden Menschen auferstehen und auf der Erde leben. So, und dann wird dieses Grab, ja, dieser Hades sozusagen, dann wird dieser Hades in den Feuersee, also der wird dann vernichtet, den braucht keiner mehr. Der Feuersee bleibt bestehen. Wir gehen nochmal zurück zum Vers 6. Glücklich und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod, also der Feuersee, keine Macht. Das heißt, die echten Christen, die dann mit Jesus im Himmel sind, sind unsterblich. Ja, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. So, dann wird ja der Teufel für eine kurze Zeit freigelassen, dann wird der Teufel beseitigt und seine Dämonen und von diesen schlechten Menschen, die sich dann wieder schlecht benehmen oder verhalten, ja, dann sind die auch weg, die kommen ja dann auch in den zweiten Tod, ja, oder diesen Feuersee. Gut. Ich denke, dass es reicht jetzt zu diesem Thema, ja, dass ich das jetzt in dieser guten halben Stunde jetzt mal so vielleicht erklärt habe, dass das also mit Kindern, mit kleinen Kindern jetzt schon mal so nicht geht, weil die Bedingungen eigentlich gar nicht erfüllen, die nachher eine Unsterblichkeit bekommen und nachher regieren, die also gar nicht diese ganzen Prüfungen mit durchmachen können. Nun sagen sich vielleicht einige, na ja, aber Gott sieht doch das Herz und so weiter. Ne? Ja, aber die müssen geprüft werden, sonst wäre das ja sinnlos, die ganzen anderen zu prüfen. Ja, das wird ja gemacht, das ist ja eine Bedingung, haben wir gesehen. Und wie gesagt, ältere Kinder, größere Kinder können da wahrscheinlich auch mit durchgehen und das bewusst alles mitmachen. Kleine Kinder eher nicht. Jetzt ist ja die Frage, jetzt stellt sich ja gleich die nächste Frage, was ist jetzt nur mit den Kleinkindern? Kommen die denn in den Himmel? Nein, weil nur diese kommen in den Himmel, ja, das ist nachher vorbei mit Himmel. Was aber möglich wäre, auf der Erde zu überleben, das geht schon mal nicht, weil das gibt keinen Hinweis, dass auf der Erde jemand überlebt. Das geht schon mal gar nicht, weil das ja mit Feuer vernichtet wird. Also das muss ja alles gesäubert werden, dass nachher eine saubere Erde ist, wo der ganze Müll, Dreck und diese ganzen Hinterlassenschaften und Errungenschaften dieser tollen Welt jetzt hier, dass das alles verbrannt wird. So, da überlebt also auch keiner für Welt. Was gibt es aber noch? Welche Möglichkeit ist denn jetzt für ganz kleine Kinder und Babys und so weiter? Also die werden vielleicht auch ziemlich wahrscheinlich auch mit den Eltern, ja, selbst wenn die Eltern Christen sind wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, ja, weil es da keine Aussagen zu gibt, nicht in den Himmel kommen, sondern was gibt es denn noch? Es gibt in der Bibel, das wir vielleicht kennen, ist, dass Elia eine Himmelfahrt hatte. Wir wissen aber, dass er wahrscheinlich nicht im Himmel ist, sondern er wurde einfach hinweggenommen, so wie auch Henoch hinweggenommen wurde. Das heißt nicht, dass die im Himmel sind, sondern dass die im Hades sind, im allgemeinen Grab der Menschen. Und die werden dann einfach auf der Erde auferstehen. Und wenn es ein kleines Kind ist, ja, oder ein Baby, dann kann es auch auferstehen auf der Erde, wenn wieder Verwandte da sind, die denn wissen, sozusagen, das müssen sie jetzt mal adoptieren, das gehört zur Verwandtschaft. So könnte ich mir das vorstellen, das macht für mich Sinn. Das muss ja nicht stimmen, oder du kannst dich auch
da massiv gegen sträuben, kannst du machen natürlich, ja, ist ja jedem seine Sache. Aber so könnte ich mir das denken, wie das mit kleinen Kindern oder Babys oder so weiter abläuft. Aber für echte Christen, da gibt es nachher auch eine echte Aufgabe im Himmel und die Leute sind alle geprüft. Ja, und für große Kinder, wenn die gehorsam da mitlaufen und das alles mit durchleben, ja auch das Mahlzeichen, was hier jetzt alles kommt, dann sehe ich da schon eine Möglichkeit, dass die auch im Himmel landen, weil sie auch dem Christus gehorcht haben. Aber für ganz Kleine und so weiter, da sehe ich eher, dass die nachher auf der Erde leben können. So wie auch die Frage ist, was ist mit den ganzen behinderten Menschen und so weiter, die ja gar nicht wissen, wo links und rechts und vieles andere nicht wissen, ja? Das ist ja auch so die Frage, ne? Wenn wir also einen liebevollen, gerechten Gott haben, dann wird er auch wissen, ja, dann kann er die also auch entrücken, sozusagen, und dann parken, ja, im Hades und nachher kommen die einfach wieder auf die Erde. So denke ich mir das mit meinem Wissensstand jetzt und vielleicht hat das ja jemand weitergebracht oder beruhigt oder eben nicht. Keine Ahnung. Gut, das soll es gewesen sein. Macht euch eure Gedanken dazu, lest die Bibelstellen, falls ihr noch eine spannende Bibelstelle dazu findet oder so, oder zumindest der Zusammenhang auch passt, ja, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Also bis dann, macht's gut und tschüss.